Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel hier in der Natur. Schön, dass auch du heute intuitiv auf dieses Video geklickt hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen YouTube-Familie. Fühl dich wohl, fühl dich willkommen. Nehme Platz und sei da und vielleicht findest auch du Antworten auf deine aktuellen Fragen und kannst mit diesem Orakel in Resonanz gehen. Heute möchten wir hineinschauen in eine Paarbeziehung, die sich vielleicht getrennt haben. Wie geht es nun weiter? Liebt er mich? Kommt er zurück? Wird er seine Ängste überwinden? Was kann ich tun, um ihn hier zu stärken oder zu bestärken? Was sind meine Aufgaben? Denkt er an mich und an eine Beziehung mit mir? Lasst uns also hineinschauen in dieses Orakel. Und ich habe euch natürlich die Karten wiedergelegt auf dem Magic Energy Love Board. Wir deuten dann wieder hier schön über die Hausplätze. Das kannst du natürlich auch zu dir nach Hause holen, wenn du möchtest. Den Link findest du direkt unter dem Video. Wir haben heute auch schon wieder ganz, ganz viele Boards energetisiert und an euch geschickt. Sie treffen also bald ein und ich habe euch auch noch zusätzlich eine Energy Voices Cards gezogen und da werden wir dann auch noch gleich in die Botschaft hineinschauen. Deine Energy Voices Orakel Card. So ihr Lieben, jetzt lasst uns hineinschauen, wie geht es weiter, was denkt er? Hier oben liegt dein Herzensmensch und hier liegst du. Das ist also entweder dein Partner, dein Ex-Partner oder eben dein Wunschpartner. Ihr wisst, ihr könnt das immer mehrfach deuten. Bitte deutet es auf eure aktuelle Situation. Hier unten siehst du, dass große Belastungen da sind in der Liebe, große Belastungen im Herzen, große Belastungen in den Gefühlen im Bereich der Liebe. Hier ist es vielleicht zu einer Trennung gekommen, zu einer belastenden Situation in eurem Leben. Das Herzchen ist ganz, ganz doll belastet. Hier ist sehr viel Kummer einfach da. Und hier oben siehst du, dass er sich aktuell sehr mit seinen Gefühlen befasst. Er lässt mich sozusagen gar nicht in seine Gedanken schauen und er gibt dir sozusagen nur seine Gefühle preis und das sind hundertprozentige Ängste. Hier liegen also hundertprozentige Ängste und dann aber auch noch falsche Ängste. Jetzt schauen wir mal, wo dein Herzmensch drauf liegt. Er liegt hier auf dem Hausplatz des Baumes. Das bedeutet, dass er sich wirklich nicht gut fühlt. Also er kränkelt hier, das zeigt dir der Baum. Aber auf der anderen Seite fühlt er sich eben auch ganz, ganz stark mit dir verwurzelt. Das zeigt der Baum auch. Und du siehst ja, er schaut in den Neubeginn. Also er kann sich hier wirklich einen Neubeginn vorstellen. Und wir haben ja oben auch im Hauptthema wirklich die Aktion liegen. Also er wird hier in die Aktion kommen. Das siehst du durch den Reiter. Im Moment entgleitet er sich noch ein bisschen, aber er braucht diese Zeit jetzt einfach für sich. Und dann siehst du auch, hier liegt ganz klar noch eine Lernaufgabe mit drin. Und die hat mit der abwartenden Haltung zu tun. Also bitte, meine Liebe, übe dich in der Geduld, denn das liegt hier bei dir als Lernaufgabe. Übe dich in der Geduld, sei dir treu, beziehungsweise übe dich in der Geduld, denn dann bist du dir treu. Und dann wird es hier auch zu einer positiven Veränderung kommen, aber auch du hast falsche Ängste. Also zwischen euch liegen hier wirklich falsche Ängste. Jetzt schauen wir mal, wo die Ängste drauf liegen. Die liegen auf dem Bären. Also immer, wenn er quasi in den inneren Rückzug geht, dann bekommst du Angst. Das ist ein Kindthema. Das hat hier auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Also immer, wenn er dir hier keine Wertschätzung schenkt, dann bekommst du Angst. Das verunsichert dich. Denn für dich bedeutet eben Rückzug,
Verlust von Liebe, Verlust von Wertschätzung, Verlust von Anerkennung. Und das hast du vermutlich hier aus deiner Kindheit mitgebracht oder aus deiner frühen Jugend. Und das ist dein Thema. Schau das bitte an. Also hier hast du wirklich falsche Ängste. Und du legst hier auf dem Hausplatz der Störche. Das bedeutet also, wenn du dir jetzt treu bist, wenn du jetzt in die Arbeit gehst mit deinem inneren Kind, dann kommt es hier zu einer positiven Veränderung. Und du kannst mit dem Magic Energy Love Board und mit dem Magic Energy Blue Board über die Hausplätze deuten und findest dann auch wirklich deine Antworten auf deine Fragen. Eben wie zum Beispiel, was liegt denn in seinen Gefühlen? In seinen Gefühlen liegt hier tatsächlich der Wunsch nach Verankerung. Er möchte mit dir also wirklich in eine Beziehung gehen. Er möchte aber auch raus aus diesen Umwegen. Also es sind hier einfach zu viele Umwege und vielleicht steht euch hier auch eine weibliche Person im Weg. Also das könnte die Mutter sein, deine Mutter, seine Mutter oder von euch beiden die Mutter, also da steht euch wirklich eine weibliche Energie im Weg. Vielleicht ist auch jemand gegen diese Beziehung. Vielleicht hat er auch inzwischen eine neue Partnerin. Ja, bezieh das bitte auf dich und deute es auf dich. Aber meine Süße, ich habe dir ja noch eine Energy Voices Card gezogen und da lass uns doch mal hineinschauen und da kommt tatsächlich Sehnsucht. Also er hat wirklich Sehnsucht nach dir. Er liegt stundenlang nachts wach und denkt an dich und er träumt von dir und da bist du ihm so nah und das siehst du hier auch über die Sterne. Hier siehst du ganz klar, dass er eben auch von dir träumt, aber auch du denkst natürlich an ihn. Und du siehst, dass er sich wirklich nach dir sehnt, er dich fast schon riechen, schmecken kann. Er ist wirklich voller Sehnsucht und möchte dich wiedersehen. Das siehst du auch hier. Im Lenormand-Bild liegt hier tatsächlich auch schon das Treffen drin. Er möchte dich also wirklich wieder spüren, wieder riechen. Und das siehst du hier auch. Das Treffen kommt schon im großen Bild. Das ist die große Tafel, die ich gelegt habe. Und du kannst über die große Tafel dann natürlich auch ganz, ganz viele Antworten bekommen. Und wenn auch du gerne dein persönliches Gespräch mit mir hättest und deine persönliche Buchung, dann kannst du mir einfach eine WhatsApp schreiben. Du findest diese Nummer direkt unter diesem Video oder du klickst auf einen Link. Dann kommst du direkt in meinen Shop und kannst dir deine Beratung einfach buchen. Das ist die große Tafel mit den Lenormand-Karten. Und hier kannst du wirklich in die Tiefe schauen, nämlich auch, wie geht es weiter? Liebt er dich? Also im Moment versteckt er ja seine Gefühle sehr, aber du siehst, hier unten liegen liebevolle Nachrichten. Und er wünscht sich ja eine Neugeburt, einen Neuanfang. Das würde er nicht tun, wenn er dich nicht wirklich liebt, aber seine Ängste stehen ihm im Weg. Kommt er zurück? Die Chancen sind also sehr, sehr positiv, dass er hier einen Neuanfang wünscht. Aber beachte, er hat Ängste und diese Ängste sind falsch. Das bedeutet, er hat hier wirklich große Ängste und die stehen ihm im Weg. Und du siehst, er hat auch Angst vor dem Thema Klarheit. Also diskutier bitte nicht alles tot. Er hat Angst hier wirklich vor zu viel klaren Worten. Ja, lass ihm erstmal seine Ruhe. Hier oben liegt die Ruhe, die Erholung. Er muss erstmal zur Ruhe kommen. Ja, wird er seine Angst überwinden? Ja, wenn du aus deiner Lebensstagnation herausgehst, du in die Treue findest und mit deinem inneren Kind in die Berührung gehst. Denn das ist deine Botschaft. Dein inneres Kind und auch seins blockieren im Moment. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr beide eure Ängste überwindet. Denn die Ängste liegen hier zwischen euch. Was kann ich tun? Das ist ganz, ganz wichtig. Was kannst du tun? Du musst hier wirklich in der Geduld bleiben, in der Gelassenheit bleiben, in der Treue bleiben. Sei dir treu. Schenke dir ganz, ganz viel Wertschätzung. Schenke dir ganz, ganz viel Liebe. Das ist ganz wichtig, dass du wirklich jetzt erstmal zur Ruhe kommst und in dir wieder neue Kraft findest, damit du dann auch Kraft hast für diese Beziehung. Er denkt an dich und er denkt auch an diese Beziehung. Das siehst du auch hier. Er empfindet für dich wirklich
großes Glück, eine starke Anziehungskraft. Er empfindet sehr viel Liebe für dich, aber es sind sehr viele Umwege da, die ihr gegangen seid oder die ihr noch gehen müsst. Und auch immer wieder hier Belastungen auf dem Herzchen und deshalb eben auch wieder diese inneren Rückzüge, die dich verunsichern können. Und du siehst, es ist nur eine Beziehungspause. Der Ring liegt hier auf dem Hausplatz des Bergs und der Berg zeigt, es ist eine Blockade da, eine Pause da, aber eben noch nicht das Ende. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass du an dir arbeitest, er an sich arbeitet und ihr dann wieder zueinander findet. Und du kannst natürlich auch gerne eine Blockadenlösung bei mir buchen, denn hier im Moment liegt definitiv eine Blockade noch da, die gelöst werden muss. Und du siehst, sie liegt zu 100% da und sie liegt auf dem Schlüssel. Das ist der Selbstwert und das Selbstvertrauen. Also ihr habt hier beide ein Thema mit dem Selbstwert und dem Selbstvertrauen. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich wieder fürs Zuschauen. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, schreib mir gerne hier in die Kommentare. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Abonniere gerne auch meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du kein Orakel mehr mit mir. Ich freue mich auf dich. Sende dir ganz liebe Herzensgrüße. Deine Claudia.